Das G8, also das verkürzte Gymnasium statt 9 nur noch 8 Jahre, ist jetzt im 5. Jahr Realität, die nicht mehr wegzudiskutieren ist, mit der wir umzugehen haben. Was bedeutet es für die Schüler? Es bedeutet natürlich mehr Nachmittagsunterricht. Es bedeutet vielleicht einen etwas dichteren Stundenplan und auch einen dichteren Stoffplan. Wir sind eine sogenannte offene Ganztagsschule. Das heißt, wir bieten ein Mittags- und Nachmittagsbetreuungsprogramm. Wir haben eine Mensa. In dieser Mensa können die Schüler ab 7 Uhr morgens frühstücken, was teilweise notwendig ist, weil sie schon sehr lange unterwegs sind. Und unsere Idee ist natürlich verbunden mit diesem Mittags- und Nachmittagsangebot, tatsächlich Angebote für Schüler zu schaffen, sie zu betreuen, Hausaufgabenbetreuung. Wir haben ein spezielles Nachhilfesystem, ein sogenanntes Tutorensystem. Also uns ist es lieber, wenn Schüler, die Probleme haben, hier im Hause auch Nachhilfe oder zusätzliche Hilfe bekommen, als dass sie in irgendein anonymes Paukstudio gehen. Und das ist also diese Idee der individuellen Hilfe und der individuellen Förderung, die wir verfolgen. Wir würden sehr gerne auch richtige gebundene Ganztagsklassen zumindest einrichten und warten da auf das grüne Licht von Seiten des Ministeriums, denn wir sind davon überzeugt, dass in der heutigen gesellschaftlichen Situation mit immer mehr berufstätigen Eltern, wo beide Seiten berufstätig sind, dass so ein Ganztagsangebot auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist und absolut nachgefragt wird von vielen Familien, von vielen Teilen der Bevölkerung. Seit 2004 sind wir eine offene Ganztagsschule und bieten für die Schüler der Klassen 5 mit 10 nachmittags eine Betreuung an, die aus 4 großen Blöcken besteht. Uns erschien es notwendig, das einzurichten, weil die Gesellschaft immer größere Anforderungen auch an Schule stellt. Beruf und Familie müssen vereinbart werden. In den Familien ist oft nicht mehr genügend Zeit, sich um die Kinder individuell zu kümmern, sodass Hausaufgabenbetreuung, Ganztagsbetreuung hier eine ganze Menge leisten muss. Unsere Nachmittagsbetreuung besteht aus 4 Blöcken. Ein wichtiger Block ist die Mittagsbetreuung. Bei uns können die Schüler in einer Mensa Mittag essen oder sich in einer bewegten Pause auf unserem Sportgelände zusammen mit Tutoren bewegen, spielen, Tischtennis spielen, Fußbälle herausgeben oder ihre Freizeit auf dem Schulgelände genießen. Ein ganz wichtiges Anliegen ist es uns darüber hinaus, die Schüler individuell zu fördern. Jeder Schüler hat Schwierigkeiten in unterschiedlichen Fächern. Das kann durch einen Kurs nicht abgedeckt werden. Und so gibt es eben an unserer Schule die Möglichkeit, über die offene Ganztagsschule sich von einzelnen Schülern helfen zu lassen, mit ihnen in einer Art Nachhilfeunterricht das aufzubereiten, was sie vormittags nicht ganz verstanden haben, wo eben noch Übungsbedarf ist. Und da arbeiten besonders die älteren Schüler, die Tutoren mit. Ein Schüler, der an der offenen Ganztagsschule teilnimmt, kommt morgens um 8 Uhr zu uns in die Schule und ist dann an Tagen, wo auch das Freizeitangebot stattfindet, bis 17 Uhr bei uns in der Schule.